Ich glaube, ich werde laufen. Da sollten ein bisschen weniger Pokémon kommen. Ja, 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 ja. Boah, habt ihr das gesehen? Ein Run hatte ich da. Moment, lieber Arzt, wo bist du? Ich möchte mich gerne nochmal heilen. Da. Vielen Dank. So, was kann ich denn hier überall hin? Oh Gott, da ist auf jeden Fall ein Item. Das sind viel zu viele Wege. Oh, ein Beleber. Nice. Ich bedanke mich. Eigentlich muss ich die Spitze gar nicht wechseln, weil Soul immer noch am niedrigsten Level ist. Am niedrigsten Level? Ja, egal. So, wo bin ich denn hier? Ist da irgendwas Tolles? Hi. Ach, hier war ich schon. Oh Gott, ich hätte von Anfang an schon hier in den Schnee können. Naja. Whatever. Gehen wir mal hier rein, gucken, was da ist. Welche Pokémon sind da? Und ein Flegnoll. Ja. Hurra. Surfer. Komm, bring es um. Du bist schneller? Was zur Hölle? Wieso bist du jetzt plötzlich schneller, Soul? Herzstempel. Das ist die Attacke, die ich immer noch nicht kapiere. Warum zur Hölle Herzstempel? Naja. Und das dürfte es gewesen sein. Gute Arbeit, Soul. Gute Arbeit. 300 Erfahrungspunkte ist aber nicht so viel, ne? Da hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Dafür, dass es so ein nerviges Pokémon ist. Aber das mit dem Laufen funktioniert wirklich gut. Oh Gott, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich verlaufen. Ich bin ein Trainer, holt mich hier raus. Oh, diese aufdringlichen wilden Pokémon. Ich sollte wirklich mehr Schutz kaufen. Oh, wieder ein Kuschelbär. Oh, tut mir leid, aber ich habe keine Zeit zum Kuscheln. Ich muss die Welt retten und so, ne? So, komm, du warst ja schneller vorhin als dieses Flegnoll, ne? Tatsache. Na, sowas. Hi. Da war ich auf jeden Fall noch nicht. Sehr gut. Ursprünglich haben alle Pokémon ein Leben in freier Wildbahn geführt. Darum ist es gar nicht schlecht, wenn man sie hier draußen in der Natur trainiert. Okay, wenn du das meinst. Also ich versklave meine Pokémon und sperre sie in Käfige hinein und lasse sie dort zum bitteren Tod kämpfen. Ja. Ein Rockheimer. Na, gucken wir mal, welche Methode besser ist. Soul ist auf jeden Fall mal keine schlechte Wahl. Denn der kann mit Surfer sicherlich reinknüppeln, aber der Knirscher wird wehtun. Japp. Japp, japp, japp. Hochmut von Rockheimern wirkt. Was ist das? Angriff von Rockheimern steigt. Das ist ja frech. Da killt er mein Pokémon und dann steigt sein Angriff. Los, Unkraut, mach es fertig. Räche Soul. Mit der Laubklinge. Zack, zack, Schlitz. Das tut weh. Tja, One-Hit-KO. Ja, da siehst du mal. Ein Mebraner. Was war das schon wieder? Keine Ahnung, kämpft mal weiter. Ach. Passt ja. Perfekt. Das dürfte auch keine Chance haben. Zack. Tja, kommst du langsam mit Schwitzen, Kollege? Hast du sogar noch einen Volltreffer? Ja, da hätte ich 5 Mebraners killen können, vielleicht. ein Klick-Klack. Was war das? Ach, das war dieses Zahnrad, ne? Du stehst kurz vom Level ab, aber also bleib mal drin. Ich wechsle gleich wieder aus. Oh, das ist ein bisschen größeres Zahnrad. Ach, das andere hieß auch irgendwie Klicketty-Klack oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Bescheuerter Name auf jeden Fall. Zündel, mach du das mal. Bam, 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 bam. Autonomie. Okay. Die Initiative steigt stark. Ist leichter geworden. Okay. Schlag einfach mal drauf, bitte.
Ladestrahl, naja. Ist keine starke Attacke, aber erhöht den Spezialangriff. Puh. Töte es. Oh, das war schon fast alles. Das war gut. Nochmal Feuerschlag. Hör auf damit. Du machst mir weh. Tja, das war's. Hast du noch ein Pokémon? Level 34. Nett, nett, nett. Tja, das ist's mal. Ich glaube, ich fange noch einmal ganz von vorne an. Genug Zeit habe ich ja. Ja, versuch's mal mit dem Käfig. Kann ich nur empfehlen, ne? So, wo sind wir denn hier? Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich durch die Höhle mit der Speed-Taste durchlaufe. Weil eben, wenn ich laufe normal, sollten weniger Pokémon kommen. Delegator, ja, auch nett. Aber eher was für Competitive Play. Nicht für ein Let's Play. Sollte ich da durch? Sobald ich solche Rampen sehe, denke ich, ne, wenn du da runter springst, bist du wieder ganz am Anfang. Deshalb springe ich da mal nicht runter. So. Dann gehe ich wieder zurück. Und ihr seht ja, das mit dem Laufen funktioniert ziemlich gut. Da ist falsch. Und die Schniefnase wieder. Schniefnase wäre auch noch ein guter Name gewesen. Okidoki. Moment, da waren wir noch nicht. Gucken wir da mal rein. Ein Strepoli. Könnten wir eigentlich versuchen mit unserem Bolt. Denn Käfer ist resistent gegen Kampf. Ja, mach mal die Ampelleuchte. Ah, das ist auch nicht sehr effektiv. Okay. Oder war Käfer resistent gegen Kampf? Ich dachte. Oder war es umgekehrt? Hm. Keine Ahnung. Mach mal Elektroball. Du scheinst der schneller zu sein, also dürfte der auch um einiges an Schaden anrichten. Zack. Naja, war ganz nett. Zauberwürgen. Ist auf jeden Fall normal effektiv. Okidoki, Voltwechsel und töte es. Sehr gut. Gut gemacht. Verdammt. Da habe ich vorher gerade noch davon gesprochen, ich will nicht in solche Dinge reintreten. Ah, okay, aber ich bin gleich wieder hier draußen. Na gut, okay, das ist hier. Oh Gott. Oh Gott. So viele Wege. Gehen wir mal hier rein. Okay, da hätten wir vorhin runterspringen können. Na gut, gucken wir uns das mal an. Flegneul. Komm, mach den Voltwechsel. Hoffentlich reicht das. Komm schon, Bolt. Zerstöre ihn. Sehr gut. Oh, nice. Hätte ich nicht gedacht, aber... Gute Arbeit, Bolt. So, hier geht's auch durch. Wohin das immer auch führen mag. Jedenfalls nicht wieder zurück an die Oberfläche, denn da kommen wir gerade her. Ne, komm, lass mal. Die kleine Schniefnase lassen wir in Ruhe. Wir sind da nicht gemein. Okay, was sind wir jetzt hier? Ich hab doch keine Ahnung. Ich will nur raus hier. Oh, das ist Charon. Das sieht doch richtig aus. Und da ist der Weg versperrt. Das sieht sehr richtig aus. Oh mein Gott. Bossfight incoming, oder wie? Moment, lass mich erstmal positionieren. So. Dann lass mich erstmal einen Beleber einsetzen. Da war der Beleber. Und zwar auf Soul. Genau. Dann ist Supertrank. Ich will jetzt nicht nochmal zum Doktor zurückgehen. Das würde ich nicht aushalten, nochmal durch die ganzen Höhlen zu gehen. So, perfekt. Charon, was los? Macht er Stress? Oh, bist stark. Aber im Grunde bezieht ihr Trainer eure Stärke doch nur daraus, dass ihr die Pokémon unterjocht und ausnutzt. Ich bin doof. Deswegen, falsche Stimme. Deswegen wollt ihr den Pokémon also die Freiheit schenken? Na gut, tut, was ihr nicht lassen könnt. Doch wie man es auch dreht und wendet, es ist verkehrt, den Leuten mit Gewalt ihre Pokémon zu rauben. Das hat mit Stärke nämlich rein gar nichts zu tun. Gib's ihm, Charon, los!
Fight, fight! Oh, hier bist du also. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Also machen wir uns jetzt besser auf den Turm. Auf zum Turm. Zu welchem Turm? Also, Team Plasma hat jetzt die Macht, diese Welt zu verändern. In der die Pokémon seit jeher unterjocht werden. Ganz genau. Es ist doch nur natürlich, seine Macht einzusetzen, wenn man damit etwas gegen die Missstände in der Welt tun kann. Wobei die Macht ausnutzen ja kein Missstand ist. Ne? Ne? Kommst du drauf? Ne? Ne? Nicht? Ah. Na gut. Für uns ist es jetzt an der Zeit, uns um N, unseren König, zu versammeln. Sie haben jetzt die Macht? Oh, oh, was haben sie jetzt wieder angestellt? Diese Mistkerle, keine Ahnung, was für ein Ding die da gefunden haben. Aber sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um so stark zu werden und überall Unruhe stiften zu können. Was für eine nervige Truppe. Ja, kannst du mal lassen. Freak. Ich werde noch ein Weilchen hierbleiben. Ich möchte ein wenig darüber nachdenken, was der Champ gesagt hat. Was werde ich eigentlich tun, wenn ich irgendwann so stark bin, wie ich mir das jetzt ausmale? Und für wen oder was möchte ich überhaupt so stark werden? Ja, das weiß ich nicht. Für mich hoffentlich nicht, denn ich habe kein Interesse an dir. Aber denk mal darüber nach. Genau, dann kannst du mir nicht auf die Nerven gehen. Oh, hallo? Ebenhard Esche ist das. Ach ja, stimmt. Der Vater von Professor Esche. Freak, wie geht es deinem Piccolette? Ja, ganz gut. Ich habe es gerade wiederbelebt. Oh, dein Piccolette mag ich aber wirklich sehr. Der Pokédex ist natürlich sehr wichtig, aber du solltest auch viel Zeit mit deinem Pokémon verbringen. Ach, übrigens, hast du schon von der Drachenstiege gehört? Nein, habe ich nicht, aber du wirst mir sicher gleich erzählen. Noch nie davon gehört? Naja, man kann ja auch nicht alles wissen, ne? Boah, ist doch dumm. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus, einem redseligen alten Mann etwas von deiner kostbaren Zeit zu schenken. Ich antworte mal lieber nichts darauf. Von der Drachenstiege heißt es, sie sei das älteste Bauwerk der Einhellregion. Vor allem aber handelt es sich dabei um die Wiege der legendären Pokémon. Aha. Der Überlieferung zufolge hätten diese dort das Licht der Welt erblickt und ruhten immer noch an diesem Ort. Die Drachenstiege liegt ein Stück hinter der Wire City. Mehr weiß ich leider auch nicht, denn schließlich hat noch kein Mensch diesen Ort betreten. Und woher wisst ihr denn das ganze Zeugs, wenn noch kein Mensch da war? Meine Tochter hat stets versucht, das Geheimnis der Drachenstiege zu lüften, jedoch vergebens. Daher ist es jetzt an ihrem alten Herrn, der Sache einmal auf den Grund zu gehen. Man sieht sich. Ja, geh weg. Kusch. Okay, wir haben es aber geschafft. Aus der Höhle hinaus. Huch, ich rutsche. Ich rutsche. Okay, ich bin gerutscht. Moment mal. Ist da... Oh, da ist ein Pokémon-Center. Sind wir in der Wario City angelangt? Was machen die da für tolle Spielchen? Sind wir jetzt in der Wario City? Du, sag mal. Das legendäre Pokémon eilte dem Helden auf der Suche nach dem Wunsch zu helfen und schuf dieses Land. Hernach legte es seine irdische Hülle ab und harrte in Gestalt des Dunkelsteins, der Geburt eines neuen Helden. So will es zumindest die Legende, die ich als kleiner Knirps gehört habe. Interessant. Oh, Pokémon Center, guten Morgen. Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Und jetzt tschüss. Geh mir aus den Augen. Shop. Hallo. Ja, du kannst mir helfen, indem du mir erstmal ganz viele Supertränke verkaufst. Jetzt haben wir mal 13 Stück. Minimum. Dann. Hypertränke vielleicht. Habe ich 9 Stück. Ja, komm. Darf noch einmal die Aufrodungskrankheit. Man kennt sie ja. Wieso ist der Text so langsam? Ja, Leber. Kauf mir auch nochmal 17 Stück. Oh Gott, so viel Knete, die wir hier verbrauchen. Dann hätte ich gerne noch Schutz. Super Schutz. Ja, 10 Stück. Auch mindestens. Aber das sollte vorerst mal reichen. Komm bald wieder. Oh, Moment. Ich muss noch ein paar Sachen verkaufen. Mensch, ich Depp. So, also, was haben wir denn hier alles? Hier haben wir nix. Hier haben wir sicher ein paar Sachen. Sternstaub.
1000. Dann Nuggets, 3 Stück. Gib her die Knete her. Ich raube dich aus. Ne, der Leuchtstein behalte ich. Die Prachtfeder, die nichts bewirkt, die kann ich verkaufen also. Herzschuppe möchte ich auch behalten. Rauchball, Mondstein, Großmotor. Stimmt, ich könnte noch ein paar Pokebälle kaufen. Ja, Pokeball. Kaufen wir mal 5 Pokebälle. Und 5 Superbälle. Und Hyperbälle, wie viel haben wir da noch? 8. Kaufen wir noch 2. Haben wir einen kleinen Mischmasch an Pokebällen. Was hast du eigentlich noch so zu verkaufen? Hallo! TM-Abteilung. Oh! Blizzard, Donner, Feuersturm. 70.000. Alter, wie teuer ist das bitte? In Feuerrot und die, also die erste Generation. Da hat das, glaube ich, noch wie viel? Irgendwie 4.000 oder so gekostet. Keine Ahnung, oder... Aber jetzt kostet es 70.000. Na gut, man kann es jetzt auch unendlich oft verwenden, aber trotzdem 70.000. Was sagt ihr denn dazu? Links herum, rechts herum, rundherum und wieder von vorn. Und du, tanz, 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 schwind das Tanz bei ihr, zwei Drachen. Drachen, okay. Kleine Kinder und ihre Fantasien. Sonne und Mond im Tanz sich umschlingen, heute Abend kann alles gelingen. Und du noch. Rundherum alle auseinander, rundherum tummelt euch zusammen. Ja, die sind auf jeden Fall gut drauf. Ist ja nicht verkehrt. Und hier haben wir ein Haus, gehen wir da mal rein. Vielleicht haben die einen Fernseher, Fernseher! Ich grüße euch Zuschauer, alle an den heimischen Bildschirmen. Danke, dass ihr heute wieder bei Attacken im Alltag eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns mit der Attacke Hausbruch beschäftigen. Begrüßen wir jetzt wie immer ganz herzlich Professor Attacke, den Experten von der berühmten Stratos Universität. Guten Tag, heute sprechen wir also über die Attacke Hausbruch. Im Austausch für die Verteidigung werden Offensivkräfte und Initiative gestärkt. Und wie könnte man diese Attacke jetzt im Alltag einsetzen? Ganz einfach, wechselt man an eine neue Schule, könnte der Hausbruch ideal für den Neuanfang sein. Also zerstört eure Häuser und lebt auf der Straße. Sehr aufschlussreich, ja, ich habe wieder etwas dazugelernt. Also liebe Zuschauer, das war's für heute, bis zum nächsten Mal bei Attacken im Alltag. Das ist schon die beste Sendung, die es je gegeben hat, ich freue mich. Hi. Und erschütterlich, trotz dieser Turm, seit Menschengedenken Wind und Wetter. Sein bloßes Vorhandensein scheint uns allein etwas vermitteln zu wollen. Welcher Turm denn? Hier irgendwo? Drachenstiege. Ach, die Drachenstiege ist ein Turm, oder wie? Moment, zu dir komme ich später.